Da bin ich mal wieder. Mein Name ist Kirsten Becker und heute haben wir Freitag, den 6.9.2019. Wow, ist noch ein früh am Tag, 13.15 Uhr. Ja, ich sage die Uhrzeiten und Daten immer ganz gerne dazu, weil sich ja immer was Neues ergibt, auch was meine Vorhersagen betrifft. Am Ende dieses Videos, das ist hier ein kleines Vorwort, werde ich das wunderbare Reading von Sandra veröffentlichen, was sie am 25.08.2019 veröffentlicht hat. Ich habe in dem Film Mein Krafttier, was ich jetzt am 3.09.2019 veröffentlicht habe, auch ein bisschen beschrieben, wie ich Sandra und Marcel kennengelernt habe und wie meine Vorhersage eingetroffen ist. Und nun möchte ich noch ein bisschen dazu sagen oder beschreiben, wie es zu diesen Vorhersagen kommt, wie das bei mir eintrifft, was ich sehe und erlebe. Nun habe ich, weil mich das selber mal interessiert hat, weil wir nicht mehr genau wussten, wann haben wir uns kennengelernt und wie oder was war der Auslöser, habe ich ein bisschen recherchiert gestern und habe wirklich Erstaunliches festgestellt. Unter anderem, ja, habe ich ja mein Video Jeder kann ein Engel sein am 8.8.2016 veröffentlicht. Und was mich nun wieder erstaunt, dass dieses Video auch nochmal symbolisch ein paar Jahre später da sein kann, das habe ich nun erlebt in dem neuen Reading, was Sandra eben halt veröffentlicht hat. Da hat sie nämlich ausgerechnet einen wichtigen Ausschnitt genau aus diesem Video mit eingeschnitten, wo ich beschreibe, dass jeder ein Engel sein kann, ein liebevolles Miteinander ist ganz leicht. Und naja, ihr könnt das Ganze ja gleich in einem Stück nachfolgend euch anhören. So, also, ich hatte dann das Video in der Gruppe, Gruppe Lebe deinen Traum am 9.8.19 hochgeladen. Und dann habe ich irgendwie, oder bin ich aufmerksam geworden auf Marcel, der nämlich zu dem Zeitpunkt auch einen kleinen YouTube-Kanal hatte. Den hat er jetzt leider nicht mehr. Ich fand da nämlich ja, die Videos sehr, sehr schön. Er ist nämlich sehr, sehr krank gewesen und hat es geschafft, aus seiner inneren Energie und seiner Vorstellungskraft wieder laufen zu können, seine schwere Erkrankung zu überleben, sag ich mal. Er war auch bettlägerig und da hat er so wirklich Aufmunterer Videos gemacht, so Mutmacher-Videos, wie er das geschafft hat. Ich fand das richtig toll. Irgendwie hatte ich von Anfang an das Gefühl, es könnte mein Sohn sein. Und ich hatte auch gleich das Gefühl, irgendwie kenne ich ihn aus einem Vorleben oder irgendwas. Das war gleich so passend. Aufgrund dessen habe ich ihm dann gleich an einem Mittwoch, 10.08.16, meine Freundschaft angeboten. So, und ich betone die Tage ganz besonders, weil die wichtigen Tage und Ereignisse fanden immer an einem Mittwoch später statt. So, der 9.8., das war ein Dienstag, wo ich mein Video veröffentlicht hatte. So, am Mittwoch habe ich ihn dann angeschrieben. Das möchte ich mal kurz vorlesen. Lieber Marcel, ich schicke dir die Freundschaftsanfrage, da ich mich so sehr freue, was du machst. Wir sind auf dem gleichen Weg. Es ist Zeit, alle gemeinsam etwas zum Besseren zu verändern. Deine Kurzvideos sind klasse. Also ich finde nämlich auch, wie ich auch in meinem Video Jeder kann ein Engel sein, dieser wunderbare Ausschnitt, den Sandra verwendet hat in dem Reading, nachfolgenden Reading, auch so passend, dass jeder von uns ein Stückchen dazu beitragen kann. Liebe aus meinem eigenen Herzen an andere weiterzugeben. So. So, daraufhin habe ich natürlich eine Antwort bekommen und dann fand irgendwann ein Skype-Gespräch statt am 23.11.16, auch wieder ein Mittwoch. Und zwar dieses wichtige Skype-Gespräch, wo ich plötzlich während eines Gespräches Sandra sah. Und zwar, so wie ich das auch in dem Video Mein Krafttier beschrieben habe, habe ich sie als Leuchtgestalt gesehen. Ich habe auch keine Haare gesehen. Ich habe ja ganz viel Licht um ihren Kopf rum gesehen. Ich sah ihre ausdrucksstarken, großen Augen und sie hatte, ja, sie sah hell aus und sie war für mich richtig engelsgleich. Also ganz toll. So, und das habe ich ihm dann auch beschrieben und ich sage, also wenn du sie triffst, das wird
eine Begegnung sein, so wie du sie noch nie erlebt hast. Also das ist himmlisch und irgendwas habe ich da dann noch geschrieben. Ja, das ist irgendwie, ja, hat eine himmlische Energie oder es wird auf jeden Fall nicht so sein, wie du das sonst kennst. So, und wirklich nur einen Monat später, also nur ein paar Tage später, und zwar wieder, ich glaube, das war auch wieder ein Mittwoch, am 14.12.16 schickte mir Marcel ein Bild von Sandra. Ich sah sofort ihre helle Haut, die leuchtenden Augen. Das Einzige, was anders war, sie hatte eine Kurzhaarfrisur. Blonde Haare, so der Scheitel ging hier nach längs. So, und Marcel fragte mich, ob sie es sein könnte. So, nun hatte ich ja dieses Bild vor Augen von dieser leuchtenden Energie oder dieses Lichtwesen. Also es war für mich wirklich ein leuchtendes Wesen, wie ich ja auch auf diesem Foto jetzt gleich mal zeige. Und dann schrieb ich drunter, mein erster Eindruck sehr engelhaft und hat eine sehr starke himmlische Energie. Wie sich das jetzt so ergeben hat. Also Sandra und Marcel machen ja wunderbare Videos und es ist ein Traum, diese Videos anzugucken. Man findet sich da wieder. Schau einfach mal ganz intuitiv auf ihre Seite. Ich verlinke das auch nochmal hier unten. Ja, und Sandra und Marcel haben ein Live-Chat gehabt oder Live-Gespräch auf YouTube. Und das war wieder am Mittwoch, 4.6.19. Da haben wir wieder den Mittwoch. Da haben sie über Zwillingsflammenprozess und die aktuelle Frequenzanstieg gesprochen. Ich werde das hier unten auch nochmal verlinken in meiner Videobeschreibung. Und da haben sie dann auch wieder erzählt, wie sie mich kennengelernt haben. Und auf diesem Weg danke ich recht herzlich. Ich denke mal, das hätten wir uns alle nicht gedacht vor ein paar Jahren, also 2016, besonders du nicht, lieber Marcel, was sich daraus ergeben wird. Das ist ja das Spannende, einfach so authentisch wie möglich zu sein, einfach so authentisch zu sein, wie du bist, weil dann strahlst du ja so aus, was du bist sozusagen und was passiert dann? Du ziehst in dem Sinne Ähnliches sozusagen das an, das Gesetz der Anziehung, strahl einfach so aus, wie du authentisch bist, sei einfach so wie du selbst bist und pflege auch eine gute Beziehung zu dir. Ja, genau. So war es zumindest bei mir und dann plötzlich sehe ich sie und wir sehen uns in den Augen so wie... Ja, ganz also, kurz. Das war schon sehr, sehr magisch. Vor allem, vielleicht habt ihr dieses Reading auch gesehen, was ich vor kurzem für die liebe Kirsten gemacht habe und hochgeladen habe. Die liebe Kirsten und Marcel, die kannten sich ja schon, bevor wir beide uns gekannt haben. Ja. Und die haben dann über Skype miteinander gechattet. Und die Kirsten, die hat ja mega tolle Fähigkeiten an dieser Stelle, die hatte mich energetisch schon gesehen bei Marcel. Und sie hat mich auch schon einen Monat vorher und sie hatte zu ihm noch gesagt, dass sie da eine Frau sieht mit dieser und dieser Leuchtkraft, aber sie sieht keine Haare. Also sie hat mich schon ungefähr beschreiben können. Und sie hat dieses Video jetzt nämlich, ich glaube gestern, hat sie das sogar hochgeladen, indem sie auch so ein bisschen von sich erzählt und spricht. Und da hat sie auch unsere Geschichte ein bisschen mit eingebaut. Also wie Kirsten und sie sich kennengelernt haben, dass sie miteinander geskypt haben. Und wie sie mich gesehen hat und so weiter. Also falls es euch interessiert, könnt ihr gerne mal bei der lieben Kirsten Becker vorbeischauen. Da habe ich ein Reading hochgeladen von ihr. Ist eine ganz, ganz tolle Seele. Also ganz liebe Grüße auch an dich. Vielleicht siehst du ja den Stream oder so irgendwann später mal, dass du mal reinzappst. Und ja, so in etwa hat sich das bei Marcel schon angekündigt, dass er quasi jemanden kennenlernen wird so. Und bei mir war es genau das Gleiche, ziemlich wie bei Marcel. Ich kam mit mir selber einfach total alleine klar. Also ich war überhaupt nicht auf der Suche nach einer Partnerschaft. Und dann kam, also wir haben dann immer mal wieder hin und her geschrieben. Und nun ist es mit meinen Vorhersagen, das kann ich ja vielleicht mal beschreiben. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, also ich stürze mich nicht drauf, oh, ich muss jetzt was vorhersagen für meinen, der mir gegenüber sitzt. Oder, oh, ich will jetzt, wenn jetzt jemand sagt, siehst du meine verstorbene Mama oder meinen verstorbenen Papa? Also auf Krampf geht gar nichts. Und da verweise ich auch immer wieder sehr, sehr gerne auf den wunderschönen Film, also Ghost, eine Nachricht von Sam mit Patrick Swayze und Whoopi Goldberg. Wo Whoopi
ja, dieses Medium spielt und dafür ist sie, glaube ich, auch ausgezeichnet worden, hat den Oscar, glaube ich, auch dafür bekommen, wo die ganzen Verstorbenen sie richtig belagern. Und das ist bei mir teilweise auch so gewesen, 2014, bis ich gesagt habe, hallo Leute, also einer nach dem anderen. Und ich möchte das ja nicht professionell machen. Ich möchte ja eigentlich mit meinen Erfahrungen die Leute dazu bewegen, ihre eigenen Intuitionen oder Gaben eben halt wieder wachzurufen, weil jeder von uns hat diese Gabe. Damit kommt er schon auf die Welt. Was ich auch schon oft genug beschrieben habe, unter anderem mit dem Beispiel meiner kleinen Nichte, was die alles gesehen hat, oder die ganzen kleinen Kinder von Freunden, die plötzlich den verstorbenen Opa oder so gesehen haben, obwohl sie den noch nie lebend gesehen haben und auch noch kein Foto davon. Nun gut, auf jeden Fall kam es dann am 15.10.18, das war ein Montag, zu einem wunderbaren Gespräch mit der lieben Ingrid. Also Ingrid habe ich auch schon oft erwähnt, Ingrid habe ich kennengelernt, da lebte noch ihr Mann. Sie hat mich kontaktiert, nachdem sie meine Filme gesehen hat. Ja, wir leben ewig und mein Nahtoderlebnis. So, und dann hat sie mich kontaktiert und seitdem ist eine gute Freundschaft entstanden. Und sie rief mich an und war total begeistert, weil sie hat einen YouTube-Kanal entdeckt von zwei Menschen. Ach Gott, sagt sie immer, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ach Gottchen, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die haben eine enorme Ausstrahlung. Und ich sofort, ich sah ein Bild von den beiden vor Augen. Ich sag, das kann nur Sandra und Marcel sein. Und Ingrid, wie, woher kennst du sie denn? Das gibt's doch gar nicht. Doch, die heißen Sandra und Marcel. So, und dann hat sie mir gleich den Link des YouTube-Kanals von den beiden gezeigt und ich bin da drauf gleich raufgegangen und wenig später haben wir natürlich sofort wieder ganz lange telefoniert und ich habe nur gesagt, also das ist ja wirklich unglaublich, das sind die beiden. Und ich habe mich natürlich total gefreut, weil nun sah Sandra aus, wie ich sie gesehen hatte damals. Sie hatte keine Haare, sie sieht ja immer aus wie, ja, ich sage immer aus Ägypten oder so. Das kommt mir auch so bekannt vor. Und bei Sandra habe ich auch sofort das Gefühl, wir kennen uns auch von einem Vorleben, von früher. So, und dieses passende Lichtwesen-Bild habe ich ja nun erst noch ein weiteres Jahr später entdeckt. Und zwar am 29.08.19, als ich das den Film fertig machte, mein Krafttier. So, und ich war so begeistert von den Videos von Sandra und Marcel, dass ich da gleich ein paar angeguckt habe und dann habe ich sie gleich angeschrieben, wie begeistert ich von den Videos bin. Und das war auch gerade der Zeitpunkt, das war auch sehr merkwürdig. Es war dann 16.10., wo ich das geschrieben habe. Ich war da gerade eine Woche in der Klinik, weil ich hatte mich im Garten mit der Spitze eines Yucca-Palmenblattes ins linke Auge gestochen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch einen Kalender. Da war, genau an dem Tag war eine Katze abgebildet, die eine Augenklappe hat. Das fand ich schon sehr mystisch. Und die Erlebnisse, die ich im Krankenhaus hatte, auch mit meinen Bettnachbarn und so, die auch alle an ein Leben nach dem Tod glaubten, selber solche Erlebnisse hatten, haben mir gezeigt, kann es sein, dass wir manches Mal einen Unfall haben oder eine Verletzung, um auf Menschen zu treffen, die Ähnliches erleben, um denen vielleicht Mut zu machen, das und das ist passiert. Ich habe im Krankenhaus damals ein Video davon gemacht. Ich habe das noch nicht veröffentlicht, aber vielleicht mache ich das auch noch, weil das kam mir jetzt ja spontan, während ich dieses Video spreche oder diesen neuen Film spreche und erzähle, was damals passiert ist. Das war also wirklich dieses Kalenderblatt. Ich blende das gleich ein. Und wie du siehst, es ist phänomenal. Es war genau der Tag meiner Verletzung. Und den Kalender habe ich ein Jahr zuvor gekauft. Und ich bin ja der Meinung, wie ich das ja auch in meinem Erlebnis, mein Nahtoderlebnis mit der Vespa in Südfrankreich beschrieben habe, da habe ich ja ein Jahr zuvor immer Bilder gesehen, die später zu meinem Unfall gehört haben, wie dass der Fotoapparat kaputt geht und so weiter. So, nun hatte ich Sandra und Marcel angeschrieben an dem 16. Und ich denke mal, es war genau richtig, dass wir genau in dem Moment, dass ich den YouTube-Kanal entdeckt habe, denn Sandra und Marcel hatten gerade überlegt, ob sie die ganzen Videos wieder löschen sollen. Ach nee, vielleicht doch nicht. Und ich habe sie dann bestärkt. Ich habe ihr von Ingrid erzählt,
die eine liebe ältere Dame ist und die diese Videos auch liebt. Ich sag, bleibt am Ball, macht es weiter in diese Richtung, ist es genau richtig. Und Sandra war so ein bisschen unsicher, ach nee, ich weiß nicht, und Marcel auch. Und nun gut, wir sehen ja nun, was daraus geworden ist. Der YouTube-Kanal von Sandra und Marcel ist ja wirklich klasse. Finde ich zumindest. Und es zeigt ja auch die Abonnenten, die immer mehr steigen. Und ich sage den beiden voraus, dass es noch enorm hochgehen wird. Habe ich ja auch schon immer gesagt. Und ja, viele Dinge, die ich den beiden erzählt habe, sind sogar eingetroffen oder sind eingetroffen. So. Ja. Und dann kam das ja nun in diesem Jahr, dass ich plötzlich so die Idee hatte, ein Video von Marcel und Sandra zu machen, wie sie sich kennengelernt haben und. Und dann bat ich auch Sandra, ach Mensch, kannst du nicht auch mal ein Reading von mir machen, weil ich auch so viel ägyptische Erlebnisse hatte, wo ich mich immer wieder dran erinnere, wo ich mich schon als Kind dran erinnert habe. Da habe ich ja immer sehr gerne in den schönen Büchern meiner Mutter gewühlt und gewälzt. Da saß ich dann stundenlang auf dem Fußboden und habe mir die Goldmaske von Tutanchamun angeguckt und die Pyramiden, und ich hatte so ein Heimatgefühl. Da war ich vielleicht 6 oder 7 Jahre alt. Ne? Ich fand das also ganz toll. Und dann habe ich auch mal die Ausstellung besucht in Hamburg, als die einige Exponate ihm halt ausgestellt worden sind. Und als ich da durchlief, kam mir alles sowas von bekannt vor. Also, naja, Sandra in ihrem Reading hat mir das ja auch wieder bestätigt. So, und ja, dann hatte ich ja mein Video, mein Krafttier, ich glaube am Mittwoch, 21.08. aufgenommen, und irgendwas hielt mich immer davon ab, es fertigzustellen. Irgendwas war da so, ach, warte mal noch, da kommt noch was. Und das hat sich dann ja auch so ergeben, es kam ja immer mehr. Wie gesagt, ich schaue es dir an, das Video, es war schon phänomenal. So, und dann hatte ich, wie gesagt, von der Nacht zum 25.08., vom Sonnabend auf Sonntag, hatte ich immer das Gefühl, ach, mach doch schnell das Video, fertig ein Krafttier. Das Innere sagt aber, nee, warte mal noch. Aber dann dieses Gefühl, nee, das muss doch fertig sein. Und dann am nächsten Tag, am 25., denke ich, ach, geh doch mal online. Und dann sah ich, dass Sandra mir eine Nachricht geschickt hat. Du, ich lade jetzt dein Reading hoch. Ich hatte das aufgenommen, es ist gerade am Hochladen. Also war jetzt nicht der Moment, dass ich mein Video hochlade, sondern Sandra das Video hochlädt. So, und ja, es ist ja auch schon etwas länger her. Das habe ich jetzt gerade gar nicht so weit aufgeschrieben, oder doch? Ja, und zwar am 11.06., ja, ich hatte ja immer die Idee von diesem Video, und am 11.06.19 bekam ich eine Anfrage von Sandra. Sie wollte eben ein Reading gerne öffentlich machen, ob ich damit einverstanden bin. Dann hatte sie auch diese Idee, Teile von meinem YouTube-Kanal einzublenden oder meinen Namen zu sagen und zu sagen, was ich machen werde. Und da muss ich dann nur lachen. Ich sage, Sandra, das gibt's nicht, genau 4 Tage zuvor hatte ich die gleiche Idee, weil ich gerne beschreiben wollte, wie ihr euch getroffen habt, wie ihr euch, was ich vorher gesehen habe, wann und wie das eingetroffen ist und. Und natürlich war ich total einverstanden. So, und dann hat das ja nochmal 2 Monate gedauert, bis es dann öffentlich wurde, also am 25.08.19. Und mein Krafttier habe ich dann am 3.9.19 veröffentlicht. Und es sollte auch so sein, denn ich hatte ja auch Sandra gefragt, ja, sie war damit einverstanden und Marcel auch, dass ich sie mit erwähne in meinem neuen Video und das beschreibe, wann und wie wir uns kennengelernt haben. Und dann habe ich gedacht, ach, guck doch nochmal nach schönen Bildern. Und dann fand ich dieses Foto mit der Leuchtenergie um den Kopf rum. Also, und genau das Foto war das. Und ich habe dann nur, ich war gedacht, das ist es, das ist das Foto, das ist das Foto, was ich damals gesehen habe, wie ich das gesehen habe. Und nun fragen mich ja immer wieder Menschen, wie machst du das? Und wie ich schon vorhin gesagt habe, es ergibt sich aus dem Gespräch heraus. Wir unterhalten uns angeregt und dann sehe ich plötzlich eine Person, sehr oft traue ich mich nicht derjenigen, das zu sagen, du, ich sehe jetzt das und das. Aber ich mache das jetzt auch immer mehr und sage das. Und dann stellt sich meistens raus, ja, das ist meine Oma oder das ist mein Opa oder das ist mein Mann. Und die
Das ist dann immer so, wenn ich mich unterhalte und dann sehe ich das wie, ja, ihr müsst euch das vorstellen oder du musst das vorstellen, als wenn ich vorm Fernseher sitze und ein Video mir anschaue. Ich sitze aber real in der Situation und sehe dann vor meinem geistigen Auge, also vor meinem dritten Auge hier in der Mitte, sehe ich dann, ja, diesen Film ablaufen. Ich habe auch schon oft im Scherz gesagt, ich möchte das eigentlich in das Hier und Jetzt projizieren, damit mein Gegenüber das genau sehen kann. So, und jetzt mit den Tierboten, das ist ja auch so, das habe ich ja auch im letzten Film beschrieben, die mir immer wieder begegnen. Und da hatte ich ja von Donnerstag auf Freitag ein Erlebnis. Also ich war dann auch so euphorisch und habe mich so gefreut, was alles so passiert ist. Und es kommt ja wie jedem von uns immer mal, wir entwickeln uns ja immer weiter, da kommen die Altlasten hoch. Also das, was wir erlebt haben, weil das ist mir auch schon aufgefallen, dass wir alle, die wir, ja, Sandra hat uns ja als Lichtkrieger bezeichnet. Wie hat sie die Merkmale der Lichtkrieger, heißt ja mein Reading, die Hohepriester von Lemuria, die Merkmale der Lichtkrieger oder die Aufgaben der Lichtkrieger. Ja, wir können ja auch nur uns in eine Situation hineinfinden, wenn wir das auch alles erlebt haben. Und wir haben erstaunlicherweise alle was erlebt. Und alle waren wir an einem Punkt, wo wir gesagt haben, oh, wie geht das weiter? Können wir noch? Und dann treffen wir immer eine Seele wieder, die uns dann weiterbringt. Also im Gegensatz, ja, ein weiterer Lichtkrieger, der sagt, komm halt durch. So, nun hatte ich am letzten Donnerstag auf Freitag, ja, da löste sich viel aus der Vergangenheit und ich habe dann wirklich um eine Hilfe gebeten. Ne? Ich habe geweint, das war, ja, ich habe mir das hier so aufgeschrieben, das war echt ein Erlebnis. Das war 1:50 Uhr und ich sitze da und mir kullern die Tränen und ich bete drum, ja, helft mir doch. So, und dann sitze ich auf meinem Bett und ich habe unter dem Bett eine ganze Reihe schöner Bücher stehen und ich habe dann ganz intuitiv zu einem Buch gegriffen, was ich ja früher auch immer in den Büchereien gemacht habe, wenn ich Fragen hatte. Damals, wie gesagt, 95, 96 nach meinem Unfall gab es ja noch kein Facebook und kein YouTube und Internet war noch nicht so groß. Und da fand ich dieses Buch, die Aura, die Energiefelder der Menschen. Und dann schlug ich da spontan eine Seite auf. Ich habe hier immer die Angewohnheit gehabt, früher was zu markieren. Und dann fand ich hier auf Seite 16 habe ich was notiert. Und zwar am Freitag, 17.01.2003. Und somit wieder Parallelen. Es war ja in der Nacht zum Freitag passiert, letzten Freitag. Ne, heute haben wir den, nee, zum Donnerstag. Heute haben wir den, wie viel haben wir heute? Den 6. Dann war das zum 5. Und das ist vom Freitag, 17.01.2003. Da habe ich ja reingeschrieben, alle meine Bücher fügen sich schicksalhaft aneinander. Ich sehe immer klarer, ist ein tolles Gefühl. Jetzt ist mir ein Licht aufgegangen und es ist tatsächlich so. Geht um die Aura. Der Mensch ist vor allem auf diesem Planeten verkörpert, um an seiner Entwicklung zu arbeiten, um das Eigenwillen zu überwinden, um Altlasten zu früheren Inkarnationen auszugleichen und um über seine eigene Bewusstseinserweiterung auf die Gesamtheit wirken zu können. Und in der Verbindung mit geistigen Wesenheiten kann er deren Inspiration und Informationen auf telepathische Wege empfangen. Ja, stimmt, das habe ich mit Barney und Oma gehabt. So, und dann las ich noch, man kann sich durch die Verbindung zu den höheren Kräften auf die Wahrheiten, Informationen und Ziele des Schöpferstromes ausrichten. Dies erfordert eine konsequente Arbeit an sich selbst, sowie die Reinigung und Klärung des persönlichen Energiefeldes. So, und während ich dieses ja in der Hand hielt, und das las, hörte ich. Und es war 2:10 Uhr. Ich denke, was ist das denn? Also in der Nacht. Zum Freitag, 5.9.2019. So, und dann machte ich das Dachluckenfenster auf. Ich hatte ja meine Lesebrille auf und gucke raus. Und dann sehe ich auf dem Nachbarschornstein nebenan am Haus ein großes Tier sitzen. Das sah aus wie eine Eule oder so. Dann habe ich meine Brille geholt und er ist immer so. Ich denke, das gibt's ja wohl nicht.
Dann gucke ich raus und dann sitzt tatsächlich eine große Eule da. Ich vermute mal, vielleicht war das auch ein Uhu oder so. Der guckte mich an. Also er saß Richtung Wald. Ich guckte in diese Richtung raus. Er saß Richtung Wald und guckte mich groß an, drehte seinen ganzen Kopf rum und machte noch einmal. Und dann öffnete er seine großen Schwingen, also die so riesig waren, und glitt das Dach runter. Ich war so erstaunt darüber, denn ich hatte kurz zuvor um ein Zeichen gebeten, um Hilfe gebeten, fand dieses Buch, was er nun auch seit langem ich nicht mehr in der Hand hatte, und ich schlug genau die Seite auf, die für mich wichtig war. Und das habe ich ja schon früher öfters beschrieben, dass ich, ja, wenn ich in eine Bücherei gegangen bin und Fragen hatte, dann spontan ein Buch in der Hand hielt oder das Buch, das sah ich schon von Weitem und habe das dann gegriffen und da stand dann das beschrieben. So, das Erlebnis mit dieser Eule in der Nacht war ja eine wunderbare Botschaft. Und die Eulen und sowieso Tierboten oder Krafttiere haben ja immer so viele Botschaften. Und das war wieder so passend. Sie wollte nur mir wieder mitteilen: Ja, du verfügst auch über das sogenannte dritte Auge, mit dem du zwischen und über die materiellen Dinge dieser Welt sehen kannst. Hallo, nimm das mal wieder wahr, setz das mal wieder ein. Das will sie mir sagen damit. Die Eule kommt ja zu mir, weil ich auf eine oder andere Weise schon solche übersinnlichen Erfahrungen oder Erlebnisse gemacht habe, so wie ich das kurz zuvor beschrieben habe. Vielleicht nur ganz zaghaft und leise, dass ich mich kaum getraue, es einzusetzen. Ja, ich hatte das ja immer wieder betont, ich traue mich nicht, ich mag es nicht und ja. Und daraufhin hat sie mich aufmerksam gemacht. So, hallo, nun sieh man zu und du hast so viele Eingebungen und setz sie endlich ein, sei mutig, mach es endlich. Und ja, der Tag, der ging weiter. Mutti kam vom Einkaufen und erzählte mir von diesem wunderbaren Erlebnis. Ich hatte ihr ja kurz zuvor von der nächtlichen Begegnung mit der Eule erzählt. Und sie war einkaufen und es hat also wirklich geschüttet. Es hat total gegossen und als sie aus dem Supermarkt rauskam, hat sich genau vor ihr eine Pfütze ausgedehnt, die Form eines Herzens hatte. Und dann ist sie zum Auto gegangen und sie war so erstaunt: Habe ich da jetzt wirklich ein Herz gesehen? Kann das angehen? Ja, das war tatsächlich ein Herz und es floss auch von der Nachbarpfütze so ein bisschen darüber, aber das Herz war wunderbar zu sehen. Ja, und wie du sehen kannst, das ging weiter. Wir sind am Nachmittag nach Laboe gefahren, hatten wieder so eine Eingebung. Und kurz zuvor hatte Mutti dann gesagt: Oma, ich wünsche mir einen Parkplatz direkt vorm Strandlädchen. Ja, was soll ich sagen? Wir kommen da an und es ist ganz recht Platz frei für uns. Und während ich noch eingeparkt habe und meine Sachen sortiert habe, hörte ich nur draußen: Kirsten, komm mal, komm mal. Hier ist wieder ein Herz. Komm mal ganz schnell. Hier ist wieder ein Pfützenherz. Ja, und nicht nur, dass wir ja einen Parkplatz gekriegt haben. Danke, Oma. Obwohl wir ja immer noch einige Touristen da haben und normalerweise ist ja auch alles voll, haben wir wieder einen Parkplatz bekommen. Und genau dahinter, also links dahinter, hinter dem letzten Auto, war denn dieses wunderbare Herz. Also, so nach dem Motto: wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Herzen sind auf allen meinen Wegen. Einfach nur wunderbar, die Botschaften. Und je mehr ich in mich hereinfühle und es wahrnehme, und wie sagte die Eule, ich soll wieder mehr mein drittes Auge öffnen und mehr auf die Eingebung achten und die dann auch umsetzen. Einfach nur wunderbar. Einfach nur wunder, wunder, wundervoll war dieser Tag wieder. Und Sandra hat mich ja auch schon immer gefragt: Ja, wie ist das damals nicht schwieriger gewesen? Heute ist die Zeit einfacher. Das hat sie, fragt sie mich auch im Video wieder. Ich habe ihr das ja auch schon oft beantwortet. Aber es war wirklich früher schwieriger. Und das Komische ist ja, dass wir, die aus der Zeit von damals auch noch mitgekommen ist, irgendwo immer noch von unseren, ja, Altersgenossen, sag ich mal so, immer noch ein bisschen komisch angeguckt werden. Anders als die Jüngeren, jetzt wie Sandra oder Marcel. Na, und ja, es war nicht leicht,
weil wir ja immer so ein bisschen als, die ist ja ein bisschen verrückt oder so. Aber ich war trotzdem mutig, damals eben halt meine Videos zu veröffentlichen. Ja, mit Sandra und Marcel, das ist ja jetzt genau 3 Jahre hier. Also das hat sich erfüllt. Ja, wir hatten uns ja dann, wenn man so will, am 10.8.16 kennengelernt. Und jetzt haben wir ja den 6.9.2019. Also hat das Ganze 3 Jahre gedauert, ehe sich das erfüllt hat. Einschließlich dieser Leuchtenergie. Also sage ich nur, alles hat seine Zeit. Ich finde es immer wieder erstaunlich und freue mich riesig, wenn ich eine Bestätigung dafür bekomme, was eingetroffen ist. Ich freue mich sehr darüber. Und nun lehnt euch zurück und lauscht den tollen Worten. Schaut euch das wunderschöne Video von Sandra an. Das schöne Reading mit dem Titel, das ist Nummer 27, mit dem Titel die Hohepriester von Lemuria, die Merkmale der Lichtkrieger und die Aufgaben der Lichtkrieger. In diesem Sinne, alles Liebe und tschüss, wünscht dir Kirsten Becker. Tschüss. Hi, liebe Kirsten. Ja, jetzt komme ich endlich zu dir und zu deinem persönlichen Seelenreading. Ich freue mich, dass du angefragt hast, wobei ich eher immer in der Vermutung bin, dass eigentlich du mir ein Reading geben könntest, als ich dir eines. Ja, ihr Lieben, also die liebe Kirsten und ich und Marcel, wir kennen uns. Sie hat ihre Zustimmung abgegeben, dass alles, was jetzt kommt, dass das eingeblendet wird. Vielen herzlichen Dank dafür. Sie ist eine wundervolle Seele, eine für mich sehr alte und eine sehr starke Seele. Sie hat auch einen YouTube-Kanal, die liebe Kirsten Becker. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch sie schon. Kirsten Becker. Ja, viele von euch kennen mich schon durch meine anderen Videos und heute habe ich ein ganz besonderes Erlebnis, ja, Erlebnis nicht, sagen wir mal so. Kennt ihr das, wie gut man sich fühlt, wenn man jemand anders eine Freude machen kann? Wenn man die Dinge tut, die einem Spaß bringen, wie zum Beispiel stricken. Ich stricke für mein Leben gern. Ich liebe Fotos machen. Ich liebe so viele Dinge, vor allen Dingen auch jemand anders eine Freude machen. Wir brauchen nicht viel materielle Dinge, um anderen eine Freude zu machen. Und vor allen Dingen sollten wir uns auch immer vor Augen führen, das Leben geht rasant schnell vorbei. Wollen wir diese Zeit Liebe vergeuden? Kirsten hat eine Nahtoderfahrung hinter sich, hat sie auch auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen, also ihre Geschichte dazu, wie es dazu kam. Und die liebe Kirsten, ich gucke jetzt gerade, was war das nochmal für eine Zeitschrift? Oh, ich kenne mich da nicht so aus, Bella oder Petra oder so. Die liebe Kirsten wurde auch in der lieben Tina interviewt, also ich glaube zweimal, oder? Oder sogar öfter schon, indem sie ja von ihren Erfahrungen erzählt. Die liebe Kirsten ist für mich eine sehr, sehr alte Seele. Die Fotos seht ihr vielleicht dazu jetzt auch im Anhang, also von der Zeitschrift. Sie ist die linke Dame, die so grinst wie ein Schellenkönig, so. Ja, also hier auch nochmal, sie ist eine wundervolle Seele, für mich eine sehr, sehr alte und eine sehr, sehr starke Seele. Wir teilen uns auch eine Geschichte, das ist ein bisschen länger, die Geschichte. Und zwar kannten Marcel und sie sich schon, bevor Marcel und ich uns kannten. Und zwar haben Marcel und ich darüber gesprochen gehabt in einem Podcast, wie wir beide uns kennengelernt haben, also Marcel und ich. Und ich glaube sogar, ich bin mir nicht sicher, hat Marcel von einer Dame gesprochen,
mit der er geskypt hat ein paar Wochen vorher, die mich energetisch sitzen gesehen hat. Tada! Und das war die liebe Kirsten. Ja, wir dürfen jetzt seit knapp einem Jahr jetzt auch in Kontakt stehen, also Kirsten und ich. Also wie es das Schicksal so will, wurde sie zu uns geführt. Also eine sehr, sehr lange Geschichte, wie sie überhaupt dazu kam, dass sie auf unseren YouTube-Kanal gekommen ist. Ja, also Marcel und Kirsten haben sich irgendwie über eine Facebook-Gruppe oder so kennengelernt und sie haben bemerkt, so sie, da ist was da, also eine Sympathie da und haben dann miteinander geskypt. Und die liebe Kirsten hat mich energetisch, ja, neben Marcel gesehen und sie konnte mich auch schon recht gut beschreiben, wie ich so aussehe und dass diese Begegnung bald stattfinden wird. Mehr oder weniger, wenn man so will, wurde Marcel darauf vorbereitet, schon auf diese Begegnung durch die wundervolle Kirsten. Und die Kirsten, wie gesagt, hat eine Nahtoderfahrung hinter sich. Sie wurde ein paar Mal abgelichtet, so nenne ich es mal, in der Tina zum Beispiel, indem sie von ihren Erfahrungen spricht. Für mich ist sie eine sehr, sehr alte Seele und es ist für mich eine Ehre, dass ich ein Reading für sie aufnehmen darf, weil ich habe eher das Gefühl, dass sie mir eigentlich ein Reading geben könnte. Und immer wenn wir miteinander Kontakt haben, dann fühlt sich das ungefähr so an. Also liebe Kirsten, ich weiß nicht, ob du Disney's Pocahontas kennst. Kennst du diesen Zeichentrickfilm Pocahontas mit der Indianerfrau? Mir kommt es immer irgendwie so vor, wie als wärst du die Großmutter Weide und ich bin Pocahontas und Marcel ist John Smith. Die zu dir kommen, so ohne Scheiß, so fühlt sich das echt irgendwie an, also für mich zumindest, so wie als kommt Pocahontas zu dir und fragt dich etwas und du weißt es, weißt was ich meine? Also so fühlt sich das irgendwie an, so wie als wärst du die Großmutter Weide und ich bin Pocahontas oder der John Smith oder keine Ahnung. Ja, also du weißt wahrscheinlich, was ich damit sagen möchte. Also so fühlt sich die Verbindung irgendwie an, also für mich. Und deswegen ist es für mich so eine Ehre, dass ich für dich ein Reading aufnehmen kann und darf und so. Und boah, krass. Falls ihr den Impuls haben solltet, auch mal bei der lieben Kirsten vorbeizuschauen. Ihr findet ihren Kanal in den Kommentaren. Oder auch in der Infobox, wo auch immer ich das jetzt reinschmeiße. Ich glaube, in den Kommentaren tue ich es rein. Könnt ihr gerne auch mal bei ihr vorbeischauen, denn sie hat ganz tolle Gaben. Also wie gesagt, sie hat mich energetisch sitzen gesehen und hat mich schon ziemlich genau beschreiben können, wie mein Licht aussieht, welche Farben ich ausstrahle und wie ich aussehe ungefähr. Das hat sie alles schon gesehen, so als Marcel und sie miteinander geskypt haben und Marcel und ich uns noch nicht kannten, also physisch gesehen. Und ja, also da Dankeschön auch nochmal für diese Erfahrung und dass du da, ja, Marcel mehr oder weniger darauf vorbereitet hast, auf unsere Begegnung. Also richtig toll. Also trotzdem, liebe Kirsten, hast du nach einem Reading gefragt und ja, ich bin echt sehr gespannt, was sich zeigen kann und wird. Ich habe jetzt einfach deinen Facebook-Account geöffnet, weil ich finde, da sind auch ein paar richtig tolle Fotos von dir dabei und ja, werde da einfach total intuitiv drauf lossprechen, was aus mir herauskommt. Wir haben ja auch immer wieder mal Kontakt und so von der Art her und wie du wirkst, ziemlich ähnlich wie wir gepolt, so kommt's mir oft vors Auge, also ziemlich ähnlich. Also du hast so diese Mischung aus, du bist sehr, sehr fein, du bist sehr sensibel, du erhältst Visionen, auch so das Thema Zukunftsdinge, auch zwischen Marcel und mir, also als wir auch im Kontakt standen, hast du ja auch schon einige Dinge gesehen, die dann ungefähr so eingetreten sind und so und es ist bei dir, finde ich, schon sehr ausgedehnt und ich finde es toll, dass du dein Wirken und auch deine Erfahrungen, die du gemacht hast bezüglich deines Nahtoderlebnisses, dass du das mit uns teilst und ja auch den Menschen auf diese Art und Weise, die sich dafür öffnen für diese Welpen, ja, auch so ein bisschen Hoffnung spenden möchtest, dieses vielleicht geht's doch noch weiter, weißt du, was ich meine, vielleicht gibt's doch mehr als das, was wir hier sehen. Und ich habe das Gefühl, das ist auch mit so eines deiner Hauptwirken, den Menschen zu zeigen, dass sie keine Angst zu haben brauchen, also dass es da noch viel, viel mehr gibt als das, was wir hier sehen und sie auch da abzuholen für all diejenigen, die das Gefühl haben, ja, vielleicht ist da echt ein bisschen mehr als das, was ich hier sehe und du machst das dann, du siehst dann Dinge, so wie bei uns beiden zum Beispiel, dass du mich energetisch sitzen
siehst und ein paar Wochen später treffen wir uns wirklich, weißt sowas. Und dann sehen die Menschen, boah krass, da gibt's ja doch mehr als das, was wir hier sehen. Wie macht sie das? Weißt du, was ich meine? Also ich habe bei dir auch so ein Gefühl, dass du allgemein auch mit dieser Mission hierher gekommen bist. Unter anderem, ich sehe bei dir verschiedenste Missionen, sagen wir es mal so, dass du den Menschen Hoffnung spenden möchtest. Also Hoffnung spenden möchtest, dass es immer weitergeht, dass es niemals zu Ende sein wird, auch wenn es doch noch so schmerzhaft sein kann oder sich das Leben auch von dieser Facette zeigen kann, wie in deinem Fall mit deinem Unfall. Du weißt, was ich meine, geht's trotzdem immer weiter und all das hat irgendwie so seinen Sinn, auch wenn es noch so krass und noch so schmerzhaft sein kann. Und ja, ich finde, das ist auch mit so eines deiner Wirken, den Menschen diese Hoffnung zu spenden, dass es ja vielleicht doch mehr gibt als das, was wir sehen. Und es vielleicht doch mehr gibt, als was wir mit unseren Augen erkennen können. Und dass da vielleicht doch auch ein paar so geistige Helferleinchen mit dabei sind und so weiter, die uns gerne helfen. Und ich finde, es ist mit so eines deiner Hauptwirken. Und ich finde auch, du bist ja auch vom Alter her, bist du jetzt natürlich ein bisschen fortgeschrittener, wenn man das überhaupt so sagen kann, also jetzt physisch betrachtet. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass gerade in deiner Generation oder die Generation vor dir, dass es da noch schwieriger war, über diese Themen zu sprechen, als wie wir das jetzt können. Also ich meine, es ist für uns oder die Generation nach mir, also die 10 Jahre Generation nach mir, ist das schon eine Nummer, über diese Themen zu sprechen. Also was ich da teilweise so beobachte, auch bei den Jugendlichen und so, das ist schon krass, finde ich. Aber ich finde, die Zeit heute macht es doch durch unsere technische Revolution und so, macht es doch einfacher als damals, sich irgendwie zu zeigen und über diese Themen zu sprechen und immer mehr Menschen bemerken, vielleicht gibt es doch mehr als das, wir sehen, immer mehr Menschen werden bewusster reflektieren, denken nach, Mensch, das Essen, was ich da esse, ist das wirklich das, was ich essen will? Wer hat mir eigentlich gesagt, dass ich das essen soll, dass ich das denken soll, dass ich das glauben soll? Von wem kommt es eigentlich? Also immer mehr Menschen denken nach und erkennen. Also eigentlich, weiß ich nicht, habe ich vielleicht sogar ein Leben geführt, was ich niemals leben wollte und ich habe halt einfach gedacht, dass ich das leben soll. Und immer mehr Menschen denken nach und reflektieren ihre Handlungen. Also unsere Zeitqualität macht es jetzt sehr, sehr viel leichter als damals, was ich da so reinbekomme. Auch wenn ich in dieser Zeit nicht inkarniert war und wir haben ja auch schon darüber gesprochen gehabt und du hast mir das dann auch bestätigt, wie das damals für dich war und was vor allem auch Gleichaltrige in deinem Alter davon halten teilweise, so wie du bist die Esotante und so. Und viele Menschen haben halt leider Gottes tatsächlich dieses Bild im Kopf, dieses Astro-TV hat halt leider schon einen großen Teil dazu beigetragen, dass viele Menschen halt im Vornherein sagen, das ist Humbug. Und auch die Kirche hat ihren sehr großen Teil dazu beigetragen, wie das ist Humbug und so weiter. Also es kam halt von allen möglichen Fronten und von allen möglichen Seiten reingeballert, dass die Menschen denken, das ist Schwachsinn, das ist bescheuert, das dient nur dazu, die Leute abzuzocken. Es gibt leider Gottes auch in dieser Szene wirklich Leute, die halt nur abzocken. Gibt es wirklich, also Marcel und ich beobachten es auch wenn es hart klingt, nicht jeder, der sich mit diesen Themen beschäftigt und diese Wahrheiten weitergibt oder ihr wisst, was ich meine, ist im Vornherein ehrlich und authentisch. Und das kann man, finde ich, ganz genau erkennen und beobachten, wer wirklich authentisch ist und wer nicht. Und ich sehe es halt für mich so, dass wir alle in unseren Erfahrungsprozessen sind. Auch diejenigen, die diesen Menschen Glauben schenken. Und man merkt total, oh mein Gott, der lügt oder sie lügt, dass sich die Balken biegen. Wisst ihr, was ich meine? Und macht es gar nicht aus dieser ehrlichen Intention heraus, dieses, ich möchte wirklich mich in Dienste der Menschen stellen und den Menschen helfen, so ich meine das wirklich ernst, ohne dabei rot zu werden, so zu lügen, das meine ich, ist für mich ein Erfahrungsfeld, weil die Menschen, die damit in Resonanz gehen, ich sage mal so, dann hat es auch was mit mir selber zu tun, also
Ich sehe das für mich so, dass alles Erfahrungsfelder sind und dass das, was wir da teilweise sehen, also dass quasi dieses Alte, dieses, es ist nicht das drin, was draufsteht, diese Mentalität, also auch bei, ja, du weißt es ja wahrscheinlich selber, bei Lebensmitteln geht's los, ist denn wirklich das drin, was da draufsteht? Also ich finde, das kann man da vielleicht gut als Metapher erklären. Es ist oft nicht das drin, was draufsteht. Und wir Menschen, so viele von uns, ich auch, ihr auch, wir fast alle sind mit diesem Marketing groß geworden, dass nicht das drin ist, was draufsteht. Oder dass ich nicht das sage, wie es wirklich ist. Und so viele Menschen kennen es nicht anders. Wir wurden von so vielen Seiten damit bombardiert, dass eben nicht das drin ist, was draufsteht. Egal, ob es jetzt ein Produkt ist, ob es das Essen ist, ob es ja allgemein Informationen sind und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und so viele Menschen kennen es nicht anders. Und das ist das Alte, was sich auflöst langsam. Und deswegen, aus meinem Empfinden, sehen wir das dann teilweise auch noch in dieser Szene, dass eben auf diese Werkzeuge zurückgegriffen wird. Es ist nicht das drin, was draufsteht. Man beschäftigt sich zwar jetzt mit diesen Themen, man benennt es so, es steht vielleicht das jetzt drauf, aber ist das wirklich drin, was da draufsteht? Und ich finde, es ist so dieser Übergang in dieses, hey, Moment, wir reden jetzt zwar gerade über die Nächstenliebe und über die bedingungslose Liebe und über Ehrlichkeit und Authentizität, aber hä, ist es wirklich so? Also man kann es in so vielen Bereichen erkennen, in der Fitnessbranche, in der Ernährungsbranche. Ihr wisst, was ich meine, da könnte man jetzt wahrscheinlich Stunden drüber sprechen. Und all das sind Erfahrungsfelder, Erfahrungsfelder. Und ich bin genauso in meinem Erfahrungsfeld drin und Marcel auch. Und du vielleicht auch, liebe Kirsten. Wir machen vielleicht Dinge, wo wir im Nachhinein auch merken, oh shit, so warum habe ich das früher gemacht? Also wenn ich mir so teilweise meine alten Videos mir angucke von vor 5 oder 6 Jahren oder so, und ich gucke mich jetzt an, das ist ein Unterschied wie Tag zu Nacht, aber früher war das für mich einfach normal, das war mein Bewusstsein. Ich habe das so gelebt, ich habe das so gefühlt, ich habe das so erfahren und deswegen habe ich diese Energien und diesen Vibe so ausgesendet. Beispiel Depressionen, denen ihr Selbstwertgefühl ist sehr weit am Boden, die bekommen von ihrem Umfeld leider auch keine sehr positive Kritik. Und meistens argumentieren Menschen oder Außenstehende dieses Verhalten als komisch. Die sind krank, die sind gestört, die sind verrückt, die gehören in die Klapse, mit sowas will ich nichts zu tun haben. Und wenn man sowas ständig von außen hört, denkt man automatisch, dass jeder so denkt. Und deshalb mache ich auch dieses Video, um den Betroffenen einfach zu zeigen, es gibt auch Menschen, die anders über diese Dinge denken und dass nicht jeder so engstirnig einfach denkt. Jetzt könnte ich das so nicht mehr. Ich kann es ja ein bisschen erzählen. Ich habe früher sehr viele sozialkritische Videos sogar gemacht, sehr viel sogar, und habe mich viel um psychologische Themen gekümmert und da viel weitergegeben. Also so hat es bei mir angefangen. Ich habe sehr viele Videos gedreht, zum Beispiel über Depressionen, also wie man Depressionen lindern kann, was man gegen soziale Ängste tun kann, was ist denn soziale Phobie, was ist denn eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, was ist denn eine dissoziative Persönlichkeitsstörung, lauter solche Sachen. Ich habe mich voll mit diesen Themen beschäftigt und habe auch so einige sozialkritische Themen angesprochen. Also das Ganze da mit den Medien, mit den Nachrichten und so. Also ich war früher so voll in dieser, ich sag's mal so, voll in dieser Skorpion-Energie drin. Denn ich habe im Aszendenten zum Beispiel Skorpion drin und die Skorpione haben oft, man kann es jetzt positiv oder negativ sehen, oft so eine Art an sich, dass sie die Lügen ganz genau durchschauen. Also sie sind oft so Typen, sie wissen ganz genau, was da los ist. Ist er sie ehrlich? Sie analysieren das psychologisch ganz genau und man kann ihnen echt nur schwer was vormachen, weil sie ganz genau wissen, ob er sie jetzt ehrlich ist oder nicht. Und sie sind sehr, sehr reflektiert auch. Also man kann ihnen echt schwer was vormachen. Der Nachteil ist,
also wenn man das überhaupt so sagen kann, es ist so eine Art bei Ihnen, Sie tun sich manchmal schwer, Dinge oder Ereignisse loszulassen. Also zu sagen, okay, das ist jetzt so geschehen, ich lasse das jetzt weiterziehen, ich gehe in die Vergebung. Oder dieses, Sie analysieren psychologisch etwas, Sie sehen jetzt da etwas so, ich durchschaue ihn, sie, und sie tun sich manchmal schwer, dann trotzdem diese Liebe für denjenigen zu haben. Dieses, ja, es ist jetzt gerade ein Erfahrungsfeld, es ist gerade da. Und gerade zu der Zeit, als ich diese YouTube-Videos so gedreht habe, da war ich so voll hart in dieser Skorpion-Energie drin. Und man sieht es, finde ich, auch voll. Ich war so mega dunkel geschminkt. Also ich habe mir immer Smoky Eyes fast geschminkt die meiste Zeit. Habe immer meinen Bonzenschmuck getragen, so, so überall hier bling und hier bling. Meistens habe ich mich dann so dunkel gekleidet tatsächlich, oder ich habe dann so Farben getragen wie Indigo-Blau oder Violett oder Rot mit Schwarz kombiniert, also sehr, sehr kantig, und die Augen, die waren auch so total dunkel geschminkt und so, und ganz anders als jetzt. Zu denjenigen, die sagen, sowas ist hochgradig egoistisch, möchte ich nur mal eines sagen. Wahrscheinlich sind es auch Menschen, die sich selbst in so einer Situation nie befunden haben und sehen das von außen und beurteilen dann. Und ich denke, man kann es wirklich erst dann nachvollziehen, wenn man selbst einmal in dieser Situation war. Und damit sich ein Mensch wirklich das Leben nimmt, müssen so viele Kriterien, so viele Vorfälle auf einen Schlag geschehen, dass du sowas machst. Und du handelst da meist gar nicht mehr aus rationalen Gründen, dass du dir überlegst, wie mache ich das? Ja, mitten in der Nacht um zwei. Weißt, was ich meine? Also irgendwie so, ich kann es schwer erklären. Also ganz anders. Und deswegen, ich kann das sehr gut nachempfinden, wenn man in dieser Frequenz drin ist und es auch so ein bisschen auch so die Aufgabe ist, wie sich das anfühlt, wenn man Themen anschneidet, die vielleicht jetzt mehr Menschen beschäftigen, so nenne ich es mal. Das ist wie so, du bist wie so der Warrior, weißt du, was ich meine? Wie so der Lichtkrieger, wie so der Erste, der den ganzen Schlodder beiseite, du weißt, was ich meine, basht, mir fällt jetzt nichts anderes ein, also so, so diesen Schlodder, tschak, so beiseite schlägt und so. Und so kommst du mir vor, du kommst mir vor wie so eine Lichtkriegerin, aber eine sehr feine Lichtkriegerin. Und zwar so, dass es vielleicht für Gleichaltrige sich echt so anfühlt wie, was ist denn mit der los? Weißt, was ich meine? Und ich weiß, oder ich kann das so gut nachempfinden, da haben halt die Medien leider ihren Teil dazu beigetragen, dass halt Menschen im Vornherein schon dicht machen, wenn es um solche Themen geht. Da hat man sofort Astro-TV im Kopf, so, oh Gott, so. Und es gibt halt leider wirklich auch Menschen, auch in der Szene, die halt wirklich unehrlich sind. Das ist leider Gottes wirklich so. Ich habe eine lange Zeit auch nicht geglaubt, dass das so ist. Als ich mich begonnen habe, damit zu beschäftigen, dann war das für mich auch so wie, wow, so endlich Leute, die mich verstehen und so, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen. So endlich gibt's da Leute. Und hat man dann mal genauer hinter den Kulissen geguckt oder die Menschen näher kennengelernt, dann kam das alles raus. Also dieses, okay, ich möchte den Menschen dienen, ich spüre, das entfacht mein Herz und ich bin jetzt einfach so, wie ich bin und zeige mich. Oder mache ich das aus diesem, ich spiele jetzt ein bisschen mit der Gutmütigkeit der Menschen, so. Wisst ihr, was ich meine? Und es gibt halt, also was ich so erfahren habe, gerade in der Szene eben sehr gutmütige Menschen, vor allem sehr hochsensible Menschen, die im Vornherein erstmal so in jedem Menschen das Gute und das Lichtvolle sehen. Und es ist schön, ich kenne das von mir auch, als ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, für mich war das wie so ein Toröffner, wie so ein Lichttoröffner, so wie das so eine Art Paralleluniversum, was sich jetzt gerade aufmacht für mich, so boah, krass, da gibt's noch so viel mehr als die Psychologie, oh mein Gott, krass. So endlich erklärt es das, was ich als Teenager immer gefühlt habe und was ich intuitiv ja auch schon immer gefühlt habe, aber halt dann irgendwann so zurückgeschraubt habe, aus Selbstschutz natürlich auch, und ich eigentlich nicht mehr ich selber war. So, deswegen habe ich dann begonnen, mich so zu geben, habe dann über diese Themen gesprochen, zum einen, weil sie eben sehr gefragt sind, weil das eben Themen sind, die viele Menschen beschäftigen, und ich zu dem Zeitpunkt selber gerade in diesem Erfahrungsfeld war, die Menschen auf diese Art und Weise
zu helfen oder ihnen was weiterzugeben. Und ja, so hat es bei mir damals angefangen, also mit YouTube. Und was ich dir damit sagen möchte, Kirsten, ist, dass wir uns alle verändern. Und dass das, was da passiert, also auch in dieser Szene oder wenn Menschen dir sowas an den Kopf knallen wie, du bist so anders geworden, spinnst du oder was, dass sie auch in ihrem Erfahrungsfeld gerade sind oder die Menschen, die diese Dinge tun und seien sie noch so grausam, so, also was du mir da teilweise erzählt hast, was da abgeht, so, das ist schon, ich find's krass. Und es passiert oft diesen starken Lichtkriegern, weil sie diese Aufgabe haben oder mit dieser Aufgabe eben auf die Erde kommen. Also ich erzähle es jetzt so, wie es intuitiv aus mir herauskommt und fühle einfach mal in dich rein, ob das was in dir auslöst, das Ganze. Es sind so Bilder, die ich da persönlich bekomme. Passiert das oft diesen starken Lichtkriegern, die besonders eine Aufgabe haben, die größere Wellen schlagen kann. Das meine ich. Also die vielleicht mehr die Masse oder mehr das Kollektiv erreichen könnte oder wird, die erfahren oft so einen Widerstand. Also oft so krasse Sachen, wo man sich oft denkt, oh mein Gott, so wie kann er sie das nur überleben? So, wie hast du das geschafft? Gerade deswegen. Weil diese Erfahrungen stärken uns so sehr, dass wir eines Tages so verwurzelt dastehen wie ein Baum und ich kann nichts mehr umschmeißen. Gar nichts mehr. Und so kommt mir das bei dir vor. Du hast so viele Sachen erlebt, also angefangen von deinem Nahtoderlebnis und was du teilweise immer noch erfährst, dass du so stark bist und wirst, dass du hinter dir stehst. Und dann wirst du auch ganz andere Menschen in dein Resonanzfeld ziehen. Und da habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen was bei dir, dass du manchmal vielleicht noch ein bisschen zu sehr darauf guckst, dass du anderen helfen kannst. Also vielleicht auch so weit hilfst, dass die anderen aber es gar nicht wollen. Weißt du, was ich meine? Also, dass du zu weit reingehst in deren Prozesse, dass du dann zu viel drüber nachdenkst, so, warum sind die Leute so? Warum sind sie so? Ich will das verstehen, so, wie kann man nur so sein? Weißt du, was ich meine? Und du gehst da mit sehr viel Energie da rein, aus der Intention heraus, du möchtest gerne helfen, du möchtest gerne für sie da sein und ihnen eine andere Sichtweise mitgeben, aber die Menschen wollen diese Hilfe nicht. Sie wollen sie eigentlich nicht, weil sie in diesem Erfahrungsfeld drin sind, das jetzt so zu erleben, auch wenn es krass klingt. Wie bei mir als Beispiel mit den Videos, die ich vor 5 oder 6 Jahren gedreht habe und jetzt, das ist ein himmelweiter Unterschied, aber hätte mir das damals jemand gesagt, Sandra, du wirst dich mal so entwickeln oder es werden mal diese Themen auf dich zu kommen. Ich wüsste nicht, wie ich damals reagiert hätte, ob ich da gesagt hätte, ja, krasse Scheiße, cool, so, oder ob ich da vielleicht auch mich ein bisschen so gefühlt hätte wie, okay, bin ich jetzt noch nicht richtig so, wie ich bin? Also mit diesen Themen, die ich jetzt da gerade anschneide und so, ist das nicht richtig so? Oder ich habe ja damals auch mich von allem ernährt. Also ich habe auch Milchprodukte und Fleisch konsumiert. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, du Sandra, vegan, glaube ich, wäre besser für dich. Ich weiß nicht, wie ich damals reagiert hätte. Ich glaube, da ich schon immer ein open-minded Typ war, ich glaube, ich hätte es nicht abgelehnt. Also es wäre wahrscheinlich eher meine Herangehensweise gewesen, dass ich dann Innenschau gehalten hätte, was sagt mir der andere jetzt gerade damit, und hätte recherchiert und geguckt, glaube ich eher, und hätte in mich reingespürt, ob da was dran sein könnte. Also ich glaube, ich hätte es nicht abgelehnt. Aber es gibt Menschen, die haben dann so krasse Schutzmechanismen laufen, die gehen dann in die Gegenwehr erstmal, weil dann quasi ihr Kartengerüst und alles, was darauf aufbaut, ihr ganzes Leben, müsste dann zum Einsturz gebracht werden, weißt du? Und es ist dann fürs Ego, ist es dann wie so ein Kampf ums Überleben. Und es ist ja das, was unser Kopf tut. Er möchte ja einfach nur sein Überleben sichern. Und es gibt Menschen, die sind so, sie reagieren im ersten Moment so, dass wenn man einfach Dinge macht und Dinge sagt, die vielleicht ein bisschen aus dem Kollektiv rausbloppeln, dass sie das im Vornherein erstmal schlecht machen. Obwohl sie vielleicht damit sich vielleicht noch nie genauer damit auseinandergesetzt haben, ob da was dran sein könnte. Und es ist einfach dieses Erfahrungsfeld. Und es sind dann auch Menschen, die kann man vielleicht mit seiner Art niemals erreichen. Und das ist richtig so, liebe Kirsten. Du brauchst nicht für alle da zu sein. Ich weiß, es ist auch mit eines deiner Wirken. Hey, schaut mal, da gibt's vielleicht doch mehr als das, was wir hier sehen.
und schaut, ich habe diese Erfahrungen gemacht, ich habe diese geistigen Ebenen gesehen, ich habe Kontakt zu meinen Engeln. Also ich sehe bei dir auch sehr, sehr viele Engel, also dass du mit den verschiedensten Erzengeln Kontakt hast auch, also mit ihnen wirkst, du mit ihnen arbeitest und so weiter. Und dass du da die Menschen auch so ein bisschen abholen möchtest, aber du darfst das so ein bisschen aus dieser Energie rausgehen, andere zu versuchen zu überzeugen, also vor allem diejenigen, die dafür gar nicht geöffnet sind. Und es ist genauso richtig, es ist genauso richtig, es ist ihr Erfahrungsfeld, auch wenn es noch so hart klingt. Du darfst den Fokus auf Menschen legen, die wirklich dich verstehen, die wirklich mit dir auf einer Wellenlänge sind. Und das wirst du dann auch ausstrahlen. Und dann werden auch immer mehr Menschen in dein Resonanzfeld kommen, automatisch. Und es ist dann scheißegal, wo du unterwegs bist. Das kann dann, weiß was ich, irgendwo in Bayern sein, in Berlin sein, in Hamburg, in Leipzig, in Köln oder wo auch immer sein. Wenn du diesen Vibe aussendest, um was es dir geht, dann werden diese Menschen mit dir in Resonanz gehen. Und dann kannst du überall auf der Welt ganz tolle Menschen kennenlernen, die mit dir auf einer Wellenlänge schwingen. Und was mir bei dir auch noch reinkommt, ist, dass dein Wirken sich noch mehr ausdehnen möchte. Du hast so krasse Fähigkeiten, wirklich. Also das, was du mit uns da gesehen hast und auch diese ganzen Visionen, die du bekommen hast zu mir und Marcel, und die treten jetzt echt so ein. Also diese Sachen, und das hast du uns vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr schon gesagt, dass das kommen wird, und jetzt passiert's. Das meine ich, das sind so tolle Fähigkeiten. Und du darfst es ausdehnen. Du darfst es dir wert sein zu empfangen, liebe Kirsten. Du bist gefühlt immer so sehr für die anderen da, aber gefühlt eigentlich nie so richtig für dich selber. Und dann ziehst du vielleicht auch Menschen an, die dir immer wieder den Spiegel umdrehen. Kirsten, geh besser mit dir um. Sei liebevoller mit dir, sei fürsorglicher mit dir. Also diese ganzen Erfahrungen, auch die du mir geschildert hast mit Narzissmus und diesen ganzen Sachen da, weil sie dir den Spiegel umdrehen wollen. Dieses, hey, stehst du eigentlich zu dir? Bist du es dir deiner selber eigentlich wert? Kannst du auch mal Nein sagen? Weißt du, was ich meine? Also viele Empathen, wenn man das überhaupt so sagen kann, werden oft Opfer oder sind Magneten für diese Persönlichkeitsstrukturen. Mir kommt es so vor bei dir, dass dein Fokus manchmal noch zu sehr auf diejenigen abschweift, die dich vielleicht niemals verstehen werden. Und das ist nicht schlimm, wenn sie dich nicht verstehen. Das ist total richtig, das ist in Ordnung so. Dafür kannst du deine Energie in Menschen hinein investieren, die stattdessen dich wirklich ernst nehmen und die dich sehen, die dich erkennen und deine Gaben sehen. Und das würde ich mir von ganzem Herzen für dich wünschen, liebe Kirsten. Du hast so viele geistige Helfer auch um dich herum. Ich spüre persönlich so viele Erzengel bei dir herum. Wer mir ganz stark vors Auge kommt bei dir, ist Raphael, den ich stark spüre. Michael kommt mir vors Auge, Gabriel kommt mir vors Auge, Uriel spüre ich noch, Satzkiel spüre ich bei dir, Schofiel spüre ich bei dir, also eigentlich fast alle. Ja, du hast Kontakt zu allen Erzengeln und du kannst sie quasi rufen, so wie du es gerade brauchst, also nicht so wie du es gerade brauchst, aber wie es gerade zu dir passt, sagen wir es mal so. Und es sind viele Erzengel bei dir da. Ich spüre bei dir auch so ein bisschen diese Energie der Jungfrau Maria, die nehme ich auch bei dir wahr, ebenso auch die Isis, die spüre ich auch bei dir. Also auch das antike Ägypten nehme ich auch bei dir wahr. Ich habe das Gefühl, von dort kennen wir uns auch, auch von Lemuria kennen wir uns. Wir auch gerade so spontan rein. Also ich habe eh das Gefühl, wir kennen uns, und das sagst du selber ja auch schon, dass du das Gefühl hast, du kennst Marcel und mich schon ewig. Also schon seit langer Zeit, wenn man das so sagen kann.
Und ich nehme bei dir auch sehr stark diese Priesterenergie wahr. Und besonders in Lemuria nehme ich das bei dir wahr. Und auch in Ägypten nehme ich das wahr. Und ich habe auch das Gefühl, du bist auch mal zu einer Zeit inkarniert, in dem du diesen ganzen Fall auch miterlebt hast. Also was da passiert ist dann in Ägypten und auch in Lemuria und in Atlantis. Also ich habe das Gefühl, du hast auch diese ganzen Fälle, also den Fall, mitbekommen auch. Aber dass du als eine Art Heilerin gewirkt hast, als eine Art Hohepriesterin gewirkt hast, die dann da war, dass du dann da warst für diejenigen, die zum Beispiel schwer verletzt waren oder die Heilung benötigt haben, dass du dann für sie da warst. Also ich nehme dich auch als eine sehr starke Heilerin wahr, aber auch als eine sehr starke Lichtkriegerin wahr. Deswegen kommt mir bei dir auch die Isis auch unter anderem vors Auge, ebenso auch die Jungfrau Maria und sehr, sehr viele verschiedene Erzengel. Ich nehme bei dir auch die Energie der Elfen wahr, auch die Energien der Feen wahr, die Energie der Wale wahr, die spüre ich auch sehr stark bei dir. Und ich spüre bei dir auch die verschiedensten Sternenanbindungen, ganz viele verschiedene. Ich nehme bei dir eine sehr starke Sirius-lastige Energie wahr, das könnte auch so ein bisschen deine Licht Kriegerart ein bisschen erklären, weil es gibt auch syrianische Rassen, die haben auch ein bisschen was Kriegerisches, aber es sind friedvolle Krieger. Also sie strahlen irgendwie ein bisschen was Kriegerisches aus, aber sehr friedvoll. Nicht in diesem, das hier, sondern dieses, ich komme in Frieden. Also wie sinnbildlich ein Schwert des Friedens, was kommt. Also das ist oft so eine Art vieler Syrianer, besonders die von Sirius A., weil ich finde, die haben noch so ein bisschen mehr Wumms drin. Also die, die ich so kenne, Isis-Energie, die haben noch so ein bisschen mehr Wumms drin in ihrer Kraft. Und sie kommen oft mit so einer Art hierher, dass sie gerne auch das Kollektiv erreichen wollen. Und sie haben oft auch so eine Art an sich, durch ihre Art und wie sie sind und wie sie sprechen, dass auch die Menschen sie ernst nehmen irgendwie, weil sie selber meistens auch sehr ernst sind. Also das sind sie. Das sind so syrianische Bewegungen, die gucken sehr ernst aus. Und es gibt auch noch ein paar von ihnen auf Sirius B, die auch so diese Ernsthaftigkeit haben. Das sind unter anderem auch diejenigen, die die Pyramiden mitgebracht haben. Nofretete zum Beispiel ist für mich so jemand, die eine Sirius-B-Anbindung hat, eine starke, genauso wie Echnaton. Die beiden fühle ich eher auf Sirius-B. Und auch die Nofretete war sehr inspiriert von Isis. Also das sind so Bilder, die ich da persönlich reinbekomme. Und ich habe auch das Gefühl, dass du auch zu Zeiten inkarniert warst in Ägypten. Also diese ganzen Sachen da, also wo die Frau nichts mehr zu melden hatte, der Mann hatte nur mehr das Sagen, die Sklaverei begann, die Menschen als Sklaven gedient haben. Und nur diejenigen haben etwas zu sagen, nur sie gebührt der Reichtum, die ja auf dem Thron sitzen. Und das waren so die ersten Anläufe, dass es in diese Richtung ging, so wie wir es jetzt auch haben. Und es begann zu dieser Zeit, so Schritt für Schritt, da ist so viel passiert dann auch in Griechenland mit den Griechen, da mit den Römern und so. Und das war dann so die Zeit, da ging es dann richtig, richtig krass ab. Wer hat jetzt recht, wer übernimmt die Weltherrschaft und lauter solche Sachen. Ich habe das Gefühl, du hast auch solche Zeitepochen mitbekommen. Und ich glaube, deswegen hast du auch trotz deiner sehr, sehr feinen Art auch so eine sehr, sehr kämpferische Art auch an dir, also sehr dynamisch und sehr geerdet auch, weil du auch diese Erfahrungen gemacht hast, also du diese Zeiten auch kennst. Und ich habe das Gefühl, du kennst aber auch die Anfänge von Ägypten, als es noch so sehr im Balance war und die Hinterbliebenen von Atlantis sich bereit erklärt haben, dazu Ägypten zu gründen und sie mit diesem Frieden und aus diesem guten Willen heraus das aufgebaut haben. Das alles kam erst sehr, sehr viel später, also diese ganzen Sklavengeschichten und so weiter, die Anunnaki, die dann kamen, da ist dann auch nochmal was richtig Heftiges abgekommen. Also da ist dann noch sehr, sehr viel passiert danach. Und ich habe das Gefühl, das ist ja auch alles ein Begriff. Es kommt dir sehr bekannt vor, genauso wie Atlantis gefallen ist. Da habe ich das Gefühl, das hast du auch mitbekommen und Lemuria auch. Also ich habe das Gefühl, du bist auch von am Beginn dabei. Also seit der Erdgeschichte der ersten Menschen, so nenne ich es mal, bist du mit dabei. Also kommt mir so vors Auge. Und deswegen kennst du halt diese ganzen Prozeduren, diese sehr
lichtvollen Zeiten sowohl als auch die sehr, sehr dunklen und sehr schattigen Zeiten so. Und ja, hast es ja mehr oder weniger in diesem Leben ja dann nochmal erfahren mit deiner Nahtoderfahrung, so nenne ich es mal, und es nochmal gespiegelt bekommen. Zum einen, was du alles kannst, dass das keine Hirngespinste sind, dass sich da auch nochmal deine Fähigkeiten sensibilisiert haben dadurch, dieses, ah, okay, das ist echt so, weißt du, was ich meine? Und zum anderen auch noch mehr das auszudehnen, dein Wirken für die Menschen. Und was mir auch reinkommt, ist bei dir Lyra sehr stark. Und ich habe das Gefühl, Lyra ist auch dein Seelenursprung. Also ich nehme dich als eine stark lyrisch geprägte Seele wahr, also die ihren Ursprung dort hat, die aber recht zügig auch auf Sirius rüber ist. Also ich würde sagen, Sirius und Lyra, da nimmt sich nicht viel bei dir. Also so von der Energie her und von der, auch von der Anbindung her, von dem her, was du aussendest, was du ausstrahlst. Es ist ziemlich gleich, habe ich das Gefühl. Und ich nehme bei dir, wie gesagt, sehr viele Erzengel wahr. Und auch die Isis, die Jungfrau Maria Energie nehme ich wahr. Auch so ein bisschen die Energie von Jesus spüre ich auch bei dir, so ein kleines bisschen. Dann nehme ich auch noch ein ganz kleines bisschen Lady Rowena wahr. Auch so ein bisschen was zu Venus. Also ich nehme bei dir auch was zu Venus wahr. Aber so deine Hauptanbindungen fühlen sich für mich schon sehr Sirius A-lastig an sogar. Also eher Sirius A. Und sehr nach Lyra. Sehr stark. Und da nimmt sich nicht viel, wenn ich das so sagen kann. Also ich spüre da bei dir mehrere Inkarnationen auch auf vielen verschiedenen Sternensystemen. Also jetzt auch nicht nur die sehr bekannten, so nenne ich es mal, sondern auch andere Sternensysteme nehme ich wahr. Ich nehme dich auch im Engelsreich wahr. Wahrscheinlich kommt mir deswegen auch die Venus vors Auge, dass du dort auch mal warst. Also dass du dort auch mal eine Inkarnation hattest. Irgendwie so. Also ich nehme bei dir die verschiedensten Dimensionen auch wahr. Also dass du im Laufe deiner Lebenerfahrung als Seele, dass du sowohl die sehr schattigen Dimensionen kennst, sowohl als auch die lichtvollsten Dimensionen kennst. So, und du hast so alle möglichen Etappen und Stufen durch. Weißt, was ich meine? Also so kommst du mir irgendwie vor. Und deswegen kannst du dich auch, deswegen auch in so viele verschiedene Energien und Perspektiven dich reinspüren. Und du wirkst so fein auf mich, aber halt so krass stark und so geerdet, so, weißt du, so irgendwie. Also es ist echt eine sehr, sehr interessante Mischung, finde ich. Und ich finde, wenn du dir das mal so vor Augen hältst, also das ist das, was so intuitiv aus mir herauskommst. Vielleicht kannst du dadurch erkennen, was ich damit meine mit deinem Wirken. Und du kommst mir vor wie Großmutter Weide und ich bin die Pocahontas oder so. so kommst du mir vor, also wie Großmutter Weide. So, die Menschen kommen zu dir, sie haben eine Frage, du sagst ihnen, was los ist und dann gehen sie wieder. Dankeschön, Großmutter. Mutter Weide, für diesen Impuls. Du hast mir sehr geholfen. So in etwa. Das meine ich wirklich ehrlich. Du bist wirklich eine sehr alte Seele für mich, wenn ich das so sagen kann, und sehr jung gleichzeitig. Und du hast natürlich auch so deine Themen. Ich habe aber eher das Gefühl, die hast du auf dich draufgeladen. Die sind nicht deine. Also die gehören nicht zu deinem Programm, mit was du hier inkarniert bist quasi. Also ich empfinde es so für mich, dass wir mit einem Grundprogramm hier auf die Erde kommen. Und dieses Grundprogramm, was wir installiert haben in uns, das möchte sich im Laufe der Zeit ausdehnen, es möchte sich ausweiten und es möchte gelebt werden. Und nur ist es so, dass ja, so wie das System halt noch so aussieht und was halt sehr viele oder fast alle wahrscheinlich von uns erfahren haben, wurde oft nicht so ganz auf unser Grundprogramm eingegangen. Also man könnte es jetzt auch als unsere Seelenaufgabe bezeichnen, als unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, die Veranlagungen, die da sind, wie man es auch immer nennen möchte. Dieses Grundprogramm, so wie sich das ausdrücken möchte, wurde oft nicht gesehen, geschweige denn gefördert, sondern es wurde versucht, dass wir in ein Programm wechseln, was jemand anderes denkt, was gut für uns sei. Und haben dann irgendwie versucht, dieses Programm zu unserem werden zu lassen.
Weißt du, was ich meine? Aber unser installiertes Programm, unser Seelenwunsch, unsere Seelenaufgabe, unser Seelenplan, wie auch immer, der ist ja nach wie vor da, solange wir hier sind. Dieser Ruf unseres Herzens, was uns sagt, was wir machen wollen, was wir machen sollen. Weißt du, was ich meine? Und es ist ja immer noch da. Und ich habe das Gefühl, aufgrund dessen, da du halt so viel abbekommen hast und du mit der Generationen bist, die halt wahrscheinlich auch viel von diesen Dingen da abbekommen, wie Esotante und die ist bescheuert und sonst was, die ist verrückt, die muss in die Klapse. Weißt du, was ich meine? Hast du da auch einiges energetisch auf deine Schultern aufgeladen, gefühlt für mich? Also auch Programme, die überhaupt nicht deine sind. Und ich habe das Gefühl, du weißt das auch sehr genau, was das ist. Also du fühlst es sehr genau. Also ich spüre bei dir eine leichte Disbalance zwischen Geben und Empfangen. Also die Balance zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit ist ein bisschen durcheinander geraten. Aber du kennst diese beiden Pole eben sehr, sehr gut. Also aufgrund deiner Erfahrungen. Und es wartet nur darauf, dass es sich annimmt. Da hatte ich ja auch ein Reading von einer richtig tollen Seelenschwester, bei der ich sowas Ähnliches wahrgenommen habe. Nur bei dir ist es anders, denn du strahlst wirklich auch körperlich gesehen, weißt du, was ich meine? Also auch dein Gesicht, deine Körperstatur, die ist sehr fest, weißt du, was ich meine? Sie ist sehr stark und dynamisch und weiblich, weißt du, was ich meine? Also es ist ein bisschen anders. Du strahlst eben auch diese Stärke auch aus, also auch im Gesicht, im Körper, also auch in der Körperstatur ist es zu erkennen, diese, nö, mich kann nicht so leicht was umhauen, weißt du, was ich meine? Und es ist bei dir ein bisschen anders gefühlt, dass du ja eben noch einen Tacken rumsiger bist, also auch von deiner Energie her, aber auch sehr, sehr fein bist. Also es ist irgendwie nochmal anders, weißt du, was ich meine? Also so wie Großmutter Weide. Also sehr weise, aber auch sehr stämmig. Also ich kann mich da an so Szenen erinnern aus Disney's Pocahontas, wo eben die Weide auch mal zum Brüllen anfängt, weil die Tiere des Waldes nicht so leise sind. Also ich weiß nicht, ob du den Film kennst, also diese Szene kommt mir gerade vors Auge, wo die Tiere des Waldes halt rumgackern und rumkichern und so. Und Pocahontas möchte was sagen und Großmutter Weide versteht nichts und die wird dann voll laut und fängt zum Schreien an. Uah! Sodass die Tiere des Waldes leise sind. So, und dann gucken sie alle so, die Tiere, und sind still. Weißt du, was ich meine? So, das nehme ich auch bei dir wahr, diese Art. Ja, genau. Wie wir auch schon festgestellt haben, ich habe halt auch das Gefühl, wir kennen uns halt echt schon sehr, sehr lange. Und dein Wirken ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, vor allem auch für all diejenigen, die ja auch im physischen Alter, so in deinem Alter sind, habe ich das Gefühl, da abzuholen. Mensch, erweitert euren Horizont. Auch wenn man jetzt alt ist, ist es noch nicht zu spät. Du weißt, was ich meine? Diese Programme, dieses, jetzt bin ich zu alt, jetzt geht's nicht mehr. Weißt du, bisschen so dieses, hey, es geht trotzdem, schaut her, ich mach trotzdem und wurschtel im Garten rum und mach diese Sachen und so, weißt du, was ich meine? Also da auch so deine Generation auch ein bisschen Hoffnung zu geben und zu spenden. Aber ich sehe bei dir aber auch die Generation unter dir auch. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Alter unbedingt oder noch jünger, so nenne ich es mal, sondern eher so auch dieses Semester. Also auch so die Altersspanne ab 30, die sehe ich auch bei dir, dass du da auch wirken könntest. Also ich sehe immer wieder persönlich vor meinem geistigen Auge, dass dein Wirken sich noch so viel mehr ausdehnen möchte. So viel mehr. Du kannst so viel, wirklich. Und du kommst mir vor wie, ich muss immer wieder betonen, wie Großmutter Weide, so kommst du mir vor. Ja, es wartet nur darauf. Aber dafür ist es wichtig, dass du diese Balance hast zwischen Geben und Empfangen, dieses Du darfst loslassen, wenn du merkst, die Menschen, die wollen dir echt nichts Gutes, so nenne ich es mal, lass sie los, lass sie, weil sie zeigen dir immer wieder den Spiegel und erinnern dich daran, hey Kirsten, nimmst du dich gerade selber ernst? Bist du jetzt gerade gut zu dir? Achtest du jetzt gerade dich und deine Bedürfnisse oder bist du jetzt gerade böse zu dir oder bist du gerade unfürsorglich zu dir? Und dann zeigen dir diese Menschen das, was sie von dir halten.
und du gehst damit dann auch in Resonanz. Wenn du damit in Resonanz gehst und machst dir viele Gedanken um sie, fragst dich, warum, weshalb, wieso und so weiter, dann hat es auch was mit dir zu tun, weil wir dann damit in Resonanz gehen und sagen, okay, irgendwie beschäftigt mich das Thema, aber jetzt doch, was möchte da in mir denn angeschaut werden? Und so hart es auch klingt, loslassen. Vielleicht gucken uns da Seelen zu oder wir begegnen Menschen oder Seelen, die sehen vielleicht so krasse Dinge auch in uns, die wir im Moment noch nicht sehen, also die noch viel, viel heller leuchten, weißt du, was ich meine, und beleuchten wiederum Dinge in uns, die wir jetzt vielleicht gerade nicht sehen, weißt du, was ich meine, und so geht es endlos weiter, die ganze Zeit erfahren wir und lernen wir, und so in etwa sehe ich das persönlich für mich mit all diesen Prozessen so. Und es kommt dann auch immer drauf an, ob ich damit denn selber in Resonanz gehe oder nicht. Und wenn ich damit in Resonanz gehe, es triggert irgendwas in mir dabei, irgendwas wird getriggert da, auch in mir, oder ich fange an nachzudenken, zu grübeln, dann ist da auch was in mir, was angeschaut werden möchte. Und ich habe bei dir das Gefühl, geht stark ums Geben und ums Empfangen. Also da deine eigene Balance zu finden, dass du erkennst, dass auch du empfangen darfst, dass auch du wertgeschätzt wirst, dass du Menschen um dich herum hast, die dich wirklich sehen, die dich wirklich mögen, lieben und verstehen, die dich wirklich mögen, die dich und deine Gaben wertschätzen und dir dafür dann auch einen Energieausgleich geben, das meine ich. Also auch das sehe ich bei dir, dass wenn du etwas gibst, also sei es jetzt zum Beispiel, du gibst ein Skype-Gespräch oder so und erzählst von deinen Visionen, dass du es dir auch wert bist, einen Energieausgleich zu empfangen. Das ist oft so ein Thema bei vielen Frauen, so weil viele von uns beigebracht bekommen haben, dass wir halt immer für andere da sein sollen und nie eigentlich für uns selber. Wir dürfen auch nie Nein sagen. Wenn man was für sich selber will, dann ist man nicht mehr nett, dann ist man eine schlechte Frau oder man sei egoistisch und so weiter. Also wir Frauen bekommen halt von dieser Seite oft viel ab, dass wir gefühlt eigentlich fast immer nur für andere da sein sollen und empfangen dürfen wir nichts. So, da sind wir dann sehr bescheiden. Nee, du hättest mir doch nichts schenken brauchen. Weißt du, was ich meine? Und das ist oft auch so die Mentalität, die eben auch die, finde ich persönlich, diese Generation mehr abbekommen hat als wir. Wir gehen jetzt mehr in diese Energie rein, dass die Frau auch was zu melden hat und dass sie auch was haben darf. Nur gerät es, finde ich, ein bisschen außer Balance, dass die Frauen jetzt teilweise echt zu Männern mutieren. Also die rumbuschen, so ein bisschen in diese Richtung, weil eben viele Frauen über Jahrzehnte hinweg, so über Tausende von Jahren eben unterdrückt wurden und ihre Kraft. Und jetzt explodiert es natürlich raus, weil man das halt so lange unterdrückt hat, jetzt bricht es natürlich aus wie ein Vulkan. Und jetzt kommt halt diese Energie, dieses Nein, ich lasse mir von keinem Mann mehr was sagen, ich mache mein eigenes Business, ist mir scheißegal. Also bist du so auf die Nummer. Weißt, was ich meine? So ein Arschloch, alle Männer sind scheiße. So ein bisschen auf die Art. Es geht so in die Energie rein, weil diese weibliche Kraft, die auch sehr stark sein kann, ja, jetzt eben aus sich herausbricht wie ein Vulkan, weil man über Jahrzehnte hinweg eben diese weibliche Kraft versucht hat zu unterdrücken. Das ist wie ein Vulkanausbruch so. Die Lava staut sich an, sie staut sich an und irgendwann kommt es alles zum Überkochen, dann explodiert es erstmal. Und so fühlt sich das irgendwie für mich an im Moment bezüglich der weiblichen Kraft so. Weißt du, was ich meine? Bis wir irgendwie erkennen, oder irgendwann erkennen, Mensch, die Lava darf doch auch fließen. So, wenn sie auf die Erde fällt, dann fließt sie den Berg herunter. Weißt du, was ich meine? Und dann kommen wir in diese starke, fließende Energie rein wieder. So wie es einst die galaktischen Menschen, die ebenso Menschen sind, so wie wir, es so gelebt haben. Sie waren oder sind sehr kraftvoll, aber sehr fein. Sie sind sehr weiblich, aber sehr kraftvoll. Sie sind sehr intuitiv und empathisch, aber auch sehr schöpfend und erschaffend. Und sie halten die Balance zwischen Geben und Empfangen und halten sich besonders auch an diese universellen Gesetze, an den universellen Kreislauf und lassen sich führen. Weißt du, was ich meine? Also sie geben sich dem hin, sie lassen sich fallen und sie empfangen auch. Und da nehme ich bei dir etwas wahr. Und es sind wie so Programme, die übernommen wurden, die nicht deine sind. Also ich weiß nicht genau, woher das kommt. Ich habe irgendwie so das Gefühl,
deine Familienumstände, dass das so ein Programm ist, was läuft, und auch so ein bisschen die berufliche Karriere auch, die dir das auch immer wieder gespiegelt hat. Kirsten, du hast was anderes zu tun. Deine Aufgabe liegt woanders. Weißt, was ich meine? Und du hast es selbst auch immer wieder gespürt, dass das, was da passiert oder was du da machst, dass das halt einfach absolut gegen dich und deine Herzessenz geht. Also du versuchst da irgendwie ein Spiel zu spielen, was überhaupt nicht du bist, aber man macht's halt dann irgendwie. Zwar dich so auszudehnen in diesem Wirken, dass du davon leben kannst. Und wenn du diese Balance bekommst zwischen Geben und Empfangen, also mehr in diese fließende Energie auch, noch mehr gehst in dieses Ich empfange, ich lasse diese Menschen los, weißt du, was ich meine? Total wertefrei, kein besser oder schlechter. Ich bin jetzt der Erleuchtetere und der andere ist der Unwissendere. Davon können wir auch weggehen, finde ich, weil das sind alles Erfahrungsfelder. Und wir können für uns entscheiden, ob wir damit in Resonanz gehen oder nicht. Und was ist denn letztendlich mein eigener Vibe, meine eigene Frequenz? Was sagt denn mein Herz, mein Grundprogramm? Was möchte es denn hier auf die Erde bringen eigentlich? Also was möchte sich denn da zeigen? Weißt du, was ich meine? Also bei sich bleiben. Und wenn du oft Menschen in dein Resonanzfeld bekommst, die so zu dir sind, und du gehst dann gleichzeitig damit in Resonanz, also damit, das meine ich, dann hat es auch immer was mit uns selber zu tun. Also so sehe ich das zumindest für mich selber. Und ich habe bei dir auch das Gefühl, dass auch eines deiner Aufgaben ist, auch so ein bisschen die Mauern auch zu durchbrechen. Also so ein bisschen dieses, ach so ein Scheiß, das kann doch nicht funktionieren. Und du zeigst es dann. Da schaut her, es geht. Aber nicht, indem du versuchst, jemandem was zu beweisen, weil das funktioniert auch gar nicht. Wenn Menschen kommen und sagen, ja, zeig mal, was du kannst. Kannst du Gedanken lesen? Dann geht es nicht, weil du greifst dann und missbrauchst dann in dem Moment die Kraft, also die Kraft des Göttlichen. Wenn du jemanden etwas gibst oder etwas machst, weil du versuchst, ihm was zu beweisen oder weil er diesen Beweis will, ja, jetzt komm, mach mal, komm. So, wenn du sagst, du kannst es, komm, jetzt mach mal, das will ich sehen. Das wird nicht gehen. Das geht nicht, weil du dann in diesen Prozess eingreifst, dieser Seele, die es eh nicht glaubt. Selbst wenn du es machen würdest, sie würde es wahrscheinlich immer noch nicht glauben. Oder du gehst dann auch in diese Schwingung rein, in diese ankämpfende Energie rein und missbrauchst dann diese Kräfte. Und das geht auch einigen so, ist mir aufgefallen, dass sie nicht auf Knopfdruck, wenn diese Menschen vor ihnen stehen, dann irgendwas machen können. Also sie können es nicht, dass sie sagen, nein, so geht das nicht, ich kann das jetzt nicht machen, nein, ich lese jetzt nicht deine Gedanken. Und für die anderen ist es dann wie so ein Spiegel, siehst du, ich habe doch gewusst, dass du nichts kannst. Weißt du, was ich meine? Also bist du so in die Energie, und da ist es wichtig, bei sich zu bleiben. Bei sich zu bleiben, weil diese Menschen würden es niemals glauben, das meine ich, und würden dann immer noch irgendwas finden. Und darum geht's nicht, um irgendjemandem was zu beweisen, sondern darum, ob wir Menschen dienlich sein können, mit dem, wer wir sind und was wir machen. Und wenn wir damit, mit diesen Energien in Resonanz gehen, vielleicht erlebst du tatsächlich auch sowas, dass Leute dir sowas unterstellen, du kannst doch nichts, jetzt zeig mal, was du kannst, so in der Art, würde ich mich da raushalten. Weil wenn du in diesen Energien dann drin bist und du machst das dann, dann gehst du mit diesen Energien in Resonanz und man schafft dann sehr, sehr komische Energiefelder, finde ich. Und es ist mir so aufgefallen, dass Sternkinder das intuitiv fühlen, dass wenn Menschen so auf sie zugehen, dass sie dazu dann nichts sagen sollten oder sie darauf nicht einsteigen sollten, weil man dann ganz komische Sachen erschafft, Energiefelder erschafft und keine Energie geht verloren. Also das heißt, sie kommt auch irgendwie zurück und man erschafft dann vielleicht auf der anderen Seite von der Welt irgendwas Komisches. Weißt du, was ich meine? Weil das Leben strebt ja ständig nach Ausgleich und nach Balance. Und das ist das, was viele intuitiv fühlen. Und sie werden dann eher schweigsam sogar oder machen dann vielleicht sogar für den anderen den Eindruck, als könnten sie gar nichts. So, weil sie dann sagen, nö, ich mach das nicht oder nee, mach ich nicht, ich empfange gerade nichts. Weißt du, was ich meine? Weil die Sternkinder das intuitiv wissen, dass wenn sie darauf jetzt einsteigen würden, dass sie die Kräfte missbrauchen würden. Weil es nicht darum geht, jemanden irgendwas zu beweisen, sondern darum, die Menschen daran zu erinnern, dass wir das alle können. Das ist keine Hexenkunst, so nehme ich es jetzt mal als Metapher. Du weißt, was ich meine, sondern das ist was jeder in sich trägt. Und
wenn wir das aus dieser Liebe tun, aus diesem göttlichen tun, weil wir Menschen damit eine Freude machen wollen, weil das vielleicht eine tiefe Antwort in dem anderen erklären könnte oder vielleicht eine Frage beantworten könnte, wonach er immer gesucht hat, aber er wusste nicht wie und was es ist, und wir können damit Herzen Menschen berühren und erreichen, dann finde ich, sind diese Kräfte dort richtig. Also richtig in dem Sinne, dass man dieses Glück und diese Liebe, dieses Vertrauen und diese Offenheit stärkt und sie vermehrt. Und das darfst du für dich integrieren, den Fokus zu halten zu Menschen, die das in dir sehen, die diese Stärke und dieses Licht und dein Herzensfeuer sehen und es wertschätzen, deine Arbeit und dein Wirken, weil wir haben es selbst erlebt, Marcel und ich, wir sehen es immer wieder, wenn wir Kontakt zueinander haben, was dann passiert, und es ist so, und es darfst du annehmen, dass du das kannst und die Menschen loslassen, die es nicht verstehen, weil das sind dann nicht die passenden Menschen, und es ist nicht schlimm. Man muss nicht jedem Menschen gefallen. Man kann nicht für jeden Menschen da sein. Man kann geschweige dem auch überhaupt nicht jedem Menschen helfen. Du weißt, was ich meine. Es gibt Prozesse, da kann man und darf man nicht eingreifen. So wie als Beispiel nochmal, um das abzuschließen bei mir mit YouTube, wie ich vor 5 Jahren ausgesehen habe oder vor 6 Jahren und wie ich jetzt aussehe und über was ich heute spreche. Das hätte ich mir damals niemals träumen lassen, dass ich über diese Themen einmal sprechen werde. Aber damals war das für mich ganz normal. Dieses Bewusstsein, dieses Erfahrungsfeld, so kein besser und kein schlechter. Du weißt wahrscheinlich, was ich damit sagen möchte, oder? Ich nehme bei dir, wie gesagt, sehr viele verschiedene Dimensionen und sehr viele verschiedene Welten wahr. Ich nehme bei dir auch Avalon wahr, und meistens nehme ich bei dir tatsächlich eine Rolle der Priesterin wahr. Aber besonders Lemuria, Atlantis, Ägypten nehme ich sehr stark bei dir wahr, Avalon auch ein bisschen, und die verschiedensten Energien, auch die Feen, wie gesagt, die Einhörner, auch die sehr, sehr kindlichen, sehr feinen Energien, aber auch die sehr, sehr wumsigen, rumsigen und sehr starken Energien, die auch, also es sind verschiedene Sachen bei dir, so typisch Lyra halt, also so typisch Lyra halt, so alles Mögliche zusammengemischt und zusammengeschmissen so, und man sieht es halt bei dir auch total, aber wie gesagt, Sirius ist auch sehr präsent bei dir, finde ich, also nehme ich so wahr, also das nimmt sich nicht viel bei dir, also Sirius A, besonders, und Lyra. Und Lyra sind verschiedene Sterne bei dir, nehme ich bei dir wahr. Sowohl Vega als auch Scheliak, sowohl auch als Sulafat. Außenrum von Lyra nehme ich noch einiges wahr bei dir. Dann auch um Sirius und Orion herum, auch ein paar verschiedene vereinzelte Sterne. Arcturus habe ich das Gefühl, ist nicht so deins. Also da habe ich das Gefühl, das ist so mit einer der einzigen galaktischen Rassen, da nehme ich bei dir nicht so eine Verbindung wahr. Also so wie du kennst sie, aber jetzt nicht, dass du dort jetzt inkarniert zum Beispiel gewesen wärst oder dass du dort mal Urlaub gemacht hast oder so. Das könnte man dann erlesen. Weißt du, was ich meine? Also eher so wie, ja, du kennst sie, aber nicht weiter. So, weißt du, was ich meine, als ob da jetzt so eine ganz tiefe Verbindung zu ihnen wäre oder so, das nicht so. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn du mal Hallo sagst zu ihnen energetisch, dass sie dann auch da sein werden, weil sie dich auch kennen. Also so ein Bild kommt mir da gerade rein. Ja, also verschiedene Sachen. Auch unsere Nachbargalaxie spüre ich auch bei dir, also die Andromeda auch, also dass du da auch ein paar Zivilisationen kennst. Und auch diese breit gefächerte Dimensionsanbindung, also diese von ganz unten nach ganz oben, so alles durch, so, weißt du, was ich meine, kennst das alles schon, mehr oder weniger, also kein besser oder schlechter, und eben auch die verschiedensten Erzengel, wie gesagt, sehr, sehr stark, die dich auch begleiten, die dich auch unterstützen, also sehr auch, und auch ein paar aufgestiegene Meister, wie gesagt, die nehme ich auch wahr, ja, verschiedene Sachen halt, ganz viele verschiedene Sachen, also dein geistiges Trüppchen ist sehr, sehr ausgedehnt, so nenne ich es mal, und ja, ansonsten, du Liebe, war's das von meiner Seite jetzt erstmal mit dem sehr, sehr intuitiven Seen-Reading. Ich hoffe echt sehr, dass da ein paar interessante Impulse für dich dabei waren. Wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass wir uns halt sehr, sehr gut kennen, besonders aus Ägypten und aus Lemuria, kommt mir persönlich vors Auge, also kennen wir zwei uns sehr, sehr gut, kommt mir so vors Auge bei dir. Und ja, auch so ein paar galaktische Erfahrungen kommen ja auch gerade noch rein, aber da habe ich eher das Gefühl, da hast du andere Sachen gemacht als jetzt
ich oder Marcel. Auch Marcel und ich haben auch ganz viele andere Sachen gemacht, auch in den galaktischen Ebenen. Also wir waren nicht immer zusammen. Das sind so Bilder, die wir da persönlich gesehen haben, dass er da war und ich war dann da und dann haben wir uns mal kurz gekreuzt und dann waren wir doch wieder irgendwie woanders. Also so jeder ein bisschen auch wieder für sich, mehr oder weniger. Ja, und es fühlt sich eher so nach kurzen Kreuzungen mal an. So, hi, schön dich zu sehen. Und dann ging es wieder weiter, so ungefähr. So ungefähr, so wie jetzt auch wieder. So ungefähr, schauen wir mal, wie es weitergeht und was da noch kommen wird. Die Zeit ist sehr spannend und ja, das wollte ich dir alles noch irgendwie mitgeben, auch bezüglich der aktuellen Zeitqualität, dass sich da sehr, sehr, sehr vieles tut auch, sehr, sehr viel auch im Kollektiv und du darfst in deinen Frieden, in deine innere Ruhe gehen und erkennen, hey, mein Wirken ist wichtig, es wird gebraucht, so viele Menschen spüren, da ist irgendwas, weißt du, was ich meine, also auch bewusst und es ist alles kein besser oder schlechter, was wir da machen und auch die Menschen, die in dieser Szene sind und halt wirklich mutmaßlich lügen, es ist alles ein Erfahrungsfeld. Alles ein Erfahrungsfeld, wir lernen und wir erfahren, keiner ist besser oder schlechter. Es geht lediglich nur um die Frequenz, so wie sie sich ausdrückt und letztendlich auch, ob wir damit dann letztendlich in Resonanz gehen und dann auch dieser Energieausgleich stattfindet. Weißt du, was ich meine? Und das liegt in unserer Entscheidung. Okay, du Liebe, dann war es das von meiner Seite jetzt erstmal. Und Dankeschön auch nochmal, dass du ja Marcel und mich darauf vorbereitet hast, also mich nicht, also eigentlich Marcel, vielleicht mich auch und ich habe es intuitiv gespürt, ich weiß es nicht, aber dass du mit Marcel geskypt hast und dass du ihn mehr oder weniger darauf vorbereitet hast, dass wir uns kennenlernen werden und dass wir uns jetzt auch kennenlernen dürfen. Das finde ich richtig, richtig toll. Und ja, so wie es eben spielt, ne, wie du zu uns dann gefunden hast, zu unserem Kanal, auch sehr, sehr spannend. Drück dich mal ganz feste aus der Ferne, dehne dich aus und dein Wirken. Du bist sehr, sehr toll und so wie wir alle natürlich und dein Wirken, finde ich, wird echt gebraucht. Und ja, da wünsche ich dir und wünschen wir dir ganz viel Vertrauen und du darfst es dir wert sein zu empfangen und auch materiell gesehen gut versorgt zu sein. Das hast du dir verdient. Alles erdenklich, Liebe und Gute dir. Tschüss, ciao.